Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist endlich soweit. Wir haben endlich den 1.12.2015 und das bedeutet Kalendertime, Adventskalendertime. Und ich freue mich riesig darauf, den Kalender zu öffnen. Ich war schon richtig kribbelig, als ich das hier stehen sah. Und ja, ich freue mich richtig. Und ich habe es entdeckt und ich habe jetzt einen speziellen Kalender gefunden. Und zwar habt ihr es ja im Haul gesehen von Adeko. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und also das Prinzip ist aber, kann ich euch nochmal kurz erklären für die neuen Zuschauer. Ich versuche jedes Jahr einen Kosmetik-Adventskalender mir auszusuchen oder einen Mischmasch-Kalender aus Pflege und Kosmetik oder halt nur für Pflege und und ich versuche, wie gesagt, jedes Jahr eins zu besorgen und dann kann ich euch natürlich zeigen, was sich dahinter verbirgt und was es vielleicht noch für neue Dinge gibt. Vielleicht hat man auch spezielle Produkte, die man in dem normalen Aufsteller nicht findet. Und ich werde immer jeden Tag ein kurzes Video drehen, wo ich euch jeden Tag bis zum 24. Dezember ein Türchen öffne. Genau. Und wir fangen einfach mal direkt an und wir schauen einfach mal, was sich dahinter verbirgt. Ich hoffe, das geht so einigermaßen. Und hier ist jetzt das noch zur Schmuckstück am Kalender und ich habe schon die Nummer 1 hier entdeckt und hier ist nämlich eine Nummer 1, so, genau, und ich habe jetzt hier meinen Hocker stehen und dann kann ich hier auch besser auch öffnen und mal schauen, was sich da verbirgt und das geht auch relativ super auf und hier ist auch ein hier kann ich jetzt nicht richtig aufmachen oder abmachen. Das muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil hier steht nämlich auch noch die Produktbeschreibung. So, und ich sehe hier eine tolle Sache. Schaut mal. Ein Art Deko Nagellack. Das habe ich in meiner Sammlung nicht. Nee, ich habe noch kein Art Deko Nagellack in meiner Sammlung, wie ich finde. Mal eben einmal ausmachen. Nee, also so wie ich das jetzt sehe, habe ich jetzt hier keins in meiner Sammlung. Und jetzt spinnt meine Lampe wieder. Und wir holen es einfach mal raus. Ganz vorsichtig. Da ist auch Gott sei Dank alles verschlossen und das ist ein, das kann ich ja vorlesen, vielleicht schneide ich das auch gleich wieder noch mit der Schere ab, das ist ein Keramik Nail, also Nagellack, hier steht, verwenden Sie als Überlack Adeko Ultra Quick Dry Top Coat, der glänzende Ultra Quick Dry Topcoat trocknet Ihren Lieblingslack in nur 60 Sekunden vollständig. Genau. Der Überlack versiegelt und macht den Nagellack länger haltbar. Die innovative Formulierung ist besonders glänzend und langanhaltend. Ja. Das steht jetzt was von einem Überlack. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier einen Nagellack von der Deko, die 53. Ein Keramik-Nagellack. So ein schönes, so ein dunkles Braun. Wir können ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, mal live swatchen. Ich guck mal eben nach dem Nagellack. Jawohl. Und da habe ich ja auch noch eine frei, das können wir jetzt auch verwenden. So,
Also, mein Nadelrad hier habe ich noch eine frei und wir können das jetzt mal swatchen. Dann kann man das ja auch ein bisschen besser sehen. Ihr seid ein bisschen zu weit vorne. Ne? So. Ja, das ist so ein schönes, dunkles, nude, braun Ton. Auch so ein, ja, so ein Taubton. Also ich habe jetzt eine Schicht hier drüber und es ist wirklich deckend. Ja, es ist wirklich deckend. Super. So. Lassen wir das mal trocknen. Und natürlich kommt das direkt in meine Sammlung. Ich weiß noch nicht, ob ich auch für dieses Jahr eine Review mache. Ob es hält oder nicht. Vielleicht mache ich auch mal irgendwie ein Favoritenvideo oder Top-Video dazu. Weiß ich ja noch nicht. Aber es ist doch ein wirklich wunderschöner Nagellack. So. Und dieser Nagellack ist jetzt hier. Der ist wirklich wunderschön nudig. Sehr, sehr, sehr hübsch. Ja. Also ich finde das jetzt vom ersten Eindruck nicht schlecht, muss ich sagen. Vielleicht trage ich das ja auch nachher mal auf oder morgen, weil ich am Donnerstag auch essen gehe und so weiter. Dann kann ich das ja auch direkt testen, wie der Effekt hier ist. Und so nude, dunkelbraun passt ja eigentlich zu allen möglichen Outfits. Ja, das war ein schnelles Video zu meinem ersten Türchen. Und ich bin auch mal gespannt, was das zweite ist. Das zweite ist hier so ganz oben, hier oben, hier, wo mein Finger zeigt. Da bin ich dann auch mal richtig gespannt. Ne? Und wie gesagt, ich werde jetzt gleich mal gucken, wartet, ob ich das hier aufschneiden kann oder abschneiden kann. Moment, könnte ich ja auch gleich mal machen. Nehme ich schon mal Schere hin. Und ich finde das super, ein Nagellack von Adeko. Ich habe mich noch nicht wirklich getraut, von Adeko einen Nagellack zu kaufen, weil... Ja, die meisten sind P2, Essence, Essie, Catrice und jetzt fange ich ja an mit Sally Hansen und anderen Produkten fange ich ja auch schon ein bisschen an und ich werde auch mal gucken, ob ich manche Nagellacke auch hier in den Containern auch einsortieren werde, die dann dazu kommen. Jo. Genau. Und jetzt versuchen wir mal einmal, das ist so ein bisschen klebrig, aber ist aber gut trocken. Jo. Lassen wir das noch ein bisschen liegen und ich hoffe, das hat euch gefallen, das erste Türchen meines Adventskalenders und ich bin mal auf morgen gespannt. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, je nach Zeit dann gucken, dass ich das den Kalender aufmache. Und vielleicht schaffe ich das ja auch morgen früh, vielleicht aber auch morgen Nachmittag, vielleicht aber auch morgen Abend. Also je nachdem, wie das zeitlich hinhaut, werde ich euch natürlich hier an dieser Stelle ein Video machen. Ja. Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich hoffe, ihr habt Spaß wieder bis zum 24. Dezember mit mir gemeinsam zu gucken, was im Kalender drin ist. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und auf bald. Tschüss.